Makrelen sind im Winter recht groß. Sehr schön. Ja, bald ist bei mir fällig, beziehungsweise jetzt bei mir fällig, eine neue Schnur aufziehen. Ich fische immer mit Backing-Schnur, das habe ich ja schon in einem früheren Schnurvideo erklärt. Normalerweise habe ich dann von der eigentlichen Hauptschnur 150 Meter drauf. Bis 120 reiße ich so ungefähr ab, also die Hänger, die man so hat. Und jetzt ist halt in der Zeit, ich habe eben einen bösen Hänger gehabt, wo ich ein bisschen mehr Schnur verloren habe. Und ich bin jetzt schon auf dem Backing und das habe ich eher ungern. Was dann noch einiges zu beachten ist, gerade zum Thema Schnur, dem wichtigsten Verbindungsstück zwischen uns und dem Fisch, das erkläre ich jetzt gleich im Folgenden. So, gerade zu Hause angekommen und jetzt geht es ans Abspulen. Im letzten Video hatte ich ja gezeigt, wie ich das zwischen zwei Rollen mache. Man kann die Schnur unter Umständen ja doch verwenden. In diesem Fall ist aber so, dass ich die Schnur komplett runterschmeißen will. Und dazu verwende ich dieses Gerät. Erster Schritt ist, dass ihr die Bremse ganz aufmacht, damit euch gleich die Angel nicht durch die Gegend hüpft. Also nicht die Spule runterdrehen, sondern nur so, dass die Bremse einfach die Schnur freigibt. Dann braucht ihr eine Schraube. Das hier ist eine M10er, glaube ich. In die meisten Akkuschrauber passt hier noch rein. Eine alte Spule genommen, 10er Schraube drauf. Hier mit einem Federring und einer Unterlegscheibe und einer Mutter das Ganze gesichert. Das wird einfach auf den Akkuschrauber montiert. Und dann kann es schon losgehen. So, geschafft. Das Blaue kommt schon. Die alte Schnur, die Backup-Schnur. Noch ein paar Worte zur Backup-Schnur. Auf keinen Fall solltet ihr eine Monoschnur verwenden. Wenn ihr tatsächlich mal den Fisch eures Lebens dran habt und er zieht eben wirklich 150 Meter von der Rolle oder ihr habt vorher einen Abriss gehabt, er zieht 100 Meter von der Rolle und trifft dann auf die Backup-Schnur und ihr habt dann eine Monoschnur drauf, bedenkt, da sind ohnehin schon 100 Meter draußen, da ist auch eine gewisse Dehnung selbst bei der geflochtenen Schnur, aber wenn ihr dann eine Monoschnur drauf habt, dann ist das wie ein Kaugummi, also den Drill könnt ihr dann praktisch vergessen. Da habt ihr überhaupt keine Kontrolle mehr beim Fisch. Auf jeden Fall muss die Backup-Schnur auch beim Spinnfischen eine geflochtene Schnur sein. Im Idealfall ist sie sogar dicker als die Hauptschnur. Ich habe sie meistens gleich, identisch. Man sollte aber bedenken, der Knoten, wir verwenden einen Blutknoten, der hat natürlich nicht die hundertprozentige Tragkraft. Das heißt, das ist eine Sollbruchstelle, die dann im Ernstfall auch reißen wird. Daher empfehle ich immer, entweder die Schnur dicker oder gleich und dementsprechend natürlich die Bremse eingestellt. Jetzt kommen wir zum Thema Lieblingsfarbe. Oder was ist die beste Farbe für die Schnur des Spinnfisches? Und da habe ich wirklich alles schon durchprobiert. Von schwarz über weiß, neongelb, neongrün, purple zum Beispiel auch zu sehen. Ganz schlimm. Multicolor, rot. Und nach all den Jahren bin ich schließlich angelangt bei rot. Die Farbe, die das menschliche Auge am besten sehen kann, das ist dieses Gelb, dieses neongelb. Deswegen sind Tennisbälle neongelb, viele Warnwesten neongelb. Aber neongelb bleibt die Farbe halt nicht. Die verschleißt halt ein bisschen, es ist eher ein blassgelb. Und wenn entsprechende Pflanzen im Wasser zu sehen sind, sieht man sie dann unter Umständen auch gar nicht mehr so gut. Ich habe herausgefunden, dass ein richtiges Knallrot oder meinetwegen auch ein Orange die allerbeste Farbe ist, die man am allerbesten sieht. Und das ist hier in Norwegen insbesondere ganz wichtig, weil ich eben sehr viele Bisse auf den Stopp, auf den fallenden Köder kriege und da eben an der Schnur auch den Biss schon sehen kann. Nicht einfach zu bekommen, diese Farben, und bin dann bei diesem Modell gelandet. Ich gehe dabei nicht mehr nach Marken. Ich habe das Thema ja ausführlich schon in meinem letzten Video über Schnüre behandelt. Es lohnt sich einfach nicht. Wenn überhaupt die Marke, die jeweilige Marke, eine eigene Herstellung hat, in den meisten Fällen sind es nämlich ganz normale China-Standardprodukte, die einfach nur ein anderes Label auf die Spule bekommen. Also wenn die Firma tatsächlich auch eine eigene Herstellung hat, dann ist der Unterschied aber so marginal, dass es eben keinen Unterschied macht, sei es in der Anzahl der Fänge, die ich habe, beziehungsweise in der Wurfweite oder sei es in der Anzahl der Köder, die ich abreiße. Na, ein Unterschied, der fällt mir dann schon ein bei der Verwendung teurer Markenschnüre, und das sind die 30 Euro, die du bei deiner Schnurfüllung zu viel ausgegeben hast, die ich noch habe. Was euch auch interessieren dürfte, ist das Thema Flechtung. Vierfachschnur, eine Achtfachschnur, hier haben wir eine Zwölffachschnur, das ist glaube ich auch eine Acht- oder Neunfachschnur.
Früher habe ich nur Vierfachschnur gefischt, weil eine Vierfachschnur einfach wesentlich verschleißbeständiger war. Abriebsfester, logischerweise, weil nun mal sind es nur vier Stränge, die gewoben sind und die sind eben dicker als die acht Fäden, die eben verwoben sind und dann eben leichter beschädigt werden können. Heute fische ich überwiegend Achtfachschnur, da sich die Qualität auch inzwischen erheblich verbessert hat. Früher splissen die Schnüre teilweise einfach nur durch die Einwirkung von Salzwasser auf, Spiderwire als Beispiel. Doch die heutigen Achtfachschnüre haben eben diese Probleme nicht mehr in dieser Form. Und letztendlich sind sie halt geräuschärmer, der Köder fliegt vielleicht etwas weiter. Achtfachschnüre sind geschmeidiger und lassen sich besser knoten. Ich würde aber da keinen großen gravierenden Unterschied sehen. Solche Schnüre, die kriegt man inzwischen 300 Meter für 10 Euro. Und diese Schnur kostet, glaube ich, 12 oder 13 oder 14 Euro. Die 12-Fachschnur fand ich auch eine Herausforderung. Allerdings habe ich da jetzt keinen signifikanten Unterschied gespürt zwischen der 8-Fachschnur und der 12-Fachschnur hinsichtlich Geschmeidigkeit oder dass sie sich irgendwie anders werfen oder führen würde. Also das kann man auch sein lassen. Das ist eine 12-fach geflochtene Schnur und daneben eine 4-fach geflochtene Schnur. Also man sieht, der Unterschied ist marginal. Auch bei der 12-fach geflochtenen Schnur sieht man auch deutlich die Flechtungen. Wenn man sich jetzt die einzelnen Fäden mal anschaut, dann sieht man halt schon einen leichten Unterschied. Aber es ist nicht so gewaltig, dass man auf der einen Seite halt wirklich eine absolute Monofile bald hat und auf der anderen Seite halt ein Seil. Es reicht halt, wie gesagt, 4-fach. Oder 8-fach. Aber jetzt machen wir mal die Schnur drauf mit der Farbe. Hier demonstriere ich nochmal den Blutnoten. Und bei einer geflochtenen Schnur ist eigentlich nur der normale Blutnoten notwendig, also nicht der gesicherte. 7-8 Mal. Dann steckt man den Finger hier dazwischen. Dann geht es auf der anderen Seite nochmal 7-8 Mal. Durch die Schlaufe durch, auf der anderen Seite von der Gegenseite durchstecken, Enden etwas festhalten, dann langsam schön geschmeidig zusammenziehen, bisschen anfeuchten, dann langsam und geschmeidig zusammenziehen. Wenn ihr den Knoten richtig gebunden habt, dann stehen diese beiden Enden entgegengesetzt. Ansonsten habt ihr irgendwas falsch gemacht. Und dann nochmal die beiden Enden auch nochmal stramm ziehen. Am besten mit den Zähnen und dann ist der Knoten fertig. Der hält so. Da braucht man keine Sicherung, der rutscht nicht durch. Die Enden kann man dementsprechend auch kurz halten, das heißt 2 mm, da kann nichts passieren. Ich würde die auch nicht verschmelzen oder sowas, weil sonst kann es wirklich sein, dass man beim Auswerfen auf einem extrem langen Wurf vielleicht an diesen verschmolzenen, hartkantigen Enden hängen bleibt und sich eine Schnurschlaufe zieht oder sowas. Einfach so ausgefranst lassen, wie es ist, das hält, es rutscht nie wieder durch. Der Knoten hat, soweit ich mich erinnere, 90% Tragkraft. Also wenn die Schnur, das ist jetzt eine 16er, die hält real, wohlgemerkt real, hält die 6,5 Kilo an Zugkraft mit dem FG-Knoten und jetzt hält sie hier wahrscheinlich dann eben nur noch 6 Kilo. So, da ist die frische Schnur aufgespult. Ich habe euch jetzt das Aufspulen an sich erspart, weil das habe ich ja schon im letzten Video gezeigt mit dieser praktischen Vorrichtung hier. Noch der wichtige Hinweis, kann man gar nicht oft genug betonen, nicht überfüllen die Spule. Immer, ich hoffe man sieht es hier, immer 1 mm unter dem Spulenrand ist Stopp, nicht voller. Das bedeutet nämlich, dass man wahrscheinlich dann die Schnur wieder verliert. Besonders eben, wenn ihr auf den Kanaren oder in windigen Gegenden fischt, da bildet das dann 1, 2, 3 Windknoten, weil hier in dem Bereich über der Spulenkante oder an der Spulenkante kann eben die Schnur auch gar nicht mehr sauber verlegt werden. Es fliegen dann Klänge zusätzlich beim Werfen mit hinaus, die sich dann in sich verwursteln. Noch ein Hinweis zum Aufspulen an sich. Ich hoffe, das ist aber euch allen klar. Zum Aufspulen der Schnur gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Was viele auch machen, und das geht natürlich gar nicht, aber ich hoffe, das wissen die meisten von euch, auf den Boden legen und dann auf diese Art und Weise. Sowas führt 1, 2, 3 zu einem Chaos, ganz einfach deswegen, weil die Spule auf dem Boden herumtanzt und sich dabei schon verwurschteln kann. Und natürlich der Hauptfaktor ist, die Schnur ist in sich dann verdreht auf die Rolle aufgespult. Das führt unweigerlich zu Knoten. Und wie gesagt, die Hauptmessage meines Videos ist die Farbe Rot. Das ist es. Denkt einfach zum Beispiel an eine Pose, an einen Schwimmer. Da ist das Oberteil im Idealfall auch eben rot, weil man eben rot tatsächlich am besten als Angler auf dem Wasser erkennen kann. Bis dann. Tschüss.